It's time for the 48KZX Spectrum. Retro Gaming. Enjoy my channel and have fun. Ein herzliches Hallo, liebe Leute. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Ausgabe von das ZX48 Spektakel. Und ich habe jetzt irgendwann mal im Rahmen meiner Floppy Discovery Reihe das Game Tepper mit auf der Disc gehabt. Und ich habe zufällig rausgefunden, dass es für den ZX Spectrum 48K auch Tepper gibt. Und er lädt das hier jetzt mehr oder weniger, ja, sagen wir mal, er tut so, als würde er jetzt original von Kassette laden und lädt das File jetzt über den Maxduino hier ein, welches halt TZX-Files lesen kann, nicht nur Tape-Images. Und das macht er jetzt gerade, jetzt im Moment ist er bei 51% Lade, Position. Das Bandzählwerk steht auf 137 und so weiter. Tepper 1985 von US Gold und ist ja, der Arcade-Klassiker schlechthin. Die Original-Arcade-Maschine hatte sogar einen Zapfhahn zum Steuern, weil man muss ja Bier rauslassen und die durstige Meute bedienen, indem man dann den vollen Bierkrug über den Tresen schickt zu der entsprechenden Person, die das Ding dann leer säuft und das Ding halt leer wieder zurückschiebt. Und man muss halt, die kommen dann wieder zurück und man muss die dann, diese leeren Krüge, auch wieder auffangen und wieder voll machen und so weiter. Das artet nachher ziemlich in Hektik aus. Ich habe diese Spektrum-Version bisher, die habe ich noch nie selber gespielt. Ich habe es aber schon mal irgendwo gesehen und war direkt irgendwie schon begeistert. Weil ich staune immer wieder, was hier auf dem ZX Spectrum alles möglich war und was da an Games rausgekommen ist. Es gibt viele bekannte Sachen, so wie hier, dass einfach Ports von anderen Systemen sind, aber auch viel Eigenständiges. Und ich bin da, um mit euch die ganzen Sachen hier mal zu entdecken, um mal zu gucken, was haben wir denn da? Wie sieht diese Version aus gegenüber anderen Versionen beispielsweise? Und ich gehe hier ganz gerne auf Entdeckungsreise, denn die Bibliothek an Games für den ZX Spectrum, die ist mega riesengroß. Und oh, diese scheiß Limo zischt und zischt so. Ich hoffe, ich bin jetzt hier einigermaßen zu verstehen. Denn der Sound, der hier rauskommt, ist doch relativ laut. Ich muss mal eben gerade gucken, ob ich das ein bisschen leiser kriege. So. Ja, so, was man sagen muss, die Hardware, die hinten an meinem ZX Spectrum dran ist, die ist wirklich recht laut. Ich habe ja hier einmal das ZX HD dran, damit ihr hier HDMI-Qualität, HD-Qualität habt. Und dann den ZX AY Yamaha Soundchip. Und die Ausgabe ist wirklich relativ laut. Deswegen will ich jetzt auch nochmal hier ganz kurz anhalten und zu gucken, ob ich zu verstehen bin und dass ich das nicht nochmal machen muss hier das Ganze. Und dann geht es nachher aber auch direkt mit dem Gameplay los. So, die Grundeinstellungen sind getroffen und ich glaube, so kann man das lassen und so sollte ich auch einigermaßen gut verstehen, zu verstehen sein. Ich nehme mal meinen hier angesaugten Joystick in die Pfote und wir gucken mal, weil im Idealfall ist das Game hier auch Joystick unterstützt. Es gibt viele ZX Spectrum Games, die kann man nur mit Tastatur zocken und ich hoffe, dass ja der Joystick unterstützt wird, denn das würde bei diesem doch relativ schnellen und hektischen Game Sinn machen, wenn man das nicht mit Tastatur steuern müsste. Wollen wir mal gucken, was passiert, wenn ich hier Enter drücke oder so, denn ich habe noch nie die Spectrum-Version gespielt. Ihr seht aber hier schon, was es so für einzelne Levels gibt. Das sieht ja schon wirklich ganz interessant aus. Guck mal, wenn ich Enter drücke oder so, ob es dann, oder Space, ob es dann hier weitergeht. So. Player, rechts, links, oben, unten, Fire und Hold. Ich hätte gerne Alter Controls. Also One Player Skill Easy, das sieht schon mal gut aus. Alter Controls mit C. Ich hoffe, ich kann hier wirklich auch auf den Joystick gehen. J, Select Joystick. Das klingt schon mal gut.
Kempston Joystick 1, jawohl. Ich hoffe, das ist hier genau richtig so. Oder kann ich auch was anderes da wählen? Gut, ich hoffe, das nimmt er jetzt so. Enter No Change. D Define Keys. J Select Joystick. Warte mal. So schaltet er jeweils durch. Kempston, okay. So. Ich hoffe, ich kann jetzt einfach hier den Fire-Button drücken und es geht los. Nein, ohne weiteres nicht. Dann Enter, No Change. Und S Start. Sign on Player 1. THO. Enter. Jetzt press any key to. Na, ich hätte jetzt mir eigentlich gewünscht, dass es mit dem Joystick auch geht. Geht's auch. Okay. Ja, und einmal Knopf drücken ist Zapfahren. Man muss also nicht eine bestimmte Zeit warten, bis das Glas voll ist oder so. Wenn man unten rausgeht, kommt man oben wieder rein. Und da sieht man zum Beispiel da unten, da kommt der leere Krug zurück. Oh. Ah, man kann die auch. Ich glaube, es darf nicht einer daneben gehen, ne? Nein. Es darf nicht einer auf den Boden fallen. Dann ist schon Ende. Wie gesagt, das wird dann schnell hektisch. Aber ich staune, wie gut das hier auch wieder spielbar ist. Muss ich einfach hier nochmal Enter drücken oder so. Gut. Gut. Abfüllen, 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 abfüllen. Nochmal abfüllen. Nicht jeder schmeißt sein Glas wieder zurück, stelle ich hier gerade fest. Das Level habe ich geklärt. Jetzt kommen sie schon zu zweit. Jetzt kommen sie paarweise. Hier ist Saloon-Mucke. Da unten kommt ein leeres Glas zurück. Und das ist halt. Ich kann auch dahin laufen. Ich bin aber nicht besonders schnell. Nein, 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 fall mir nicht runter. Oh, aber da werde ich gerade vom Kunden über den Tisch gezogen, weil der kein Bier gekriegt hat. Cooles Game, muss ich sagen. Es macht echt Spaß. Also, es ist ein absolutes, ja, ein absoluter Arcade-Klassiker, ne? Stellt euch vor, ihr hättet hier einen echten Zapfhahn zum Steuern. Boah, man sieht, es geht hier schon ganz schön ab, ne? So viele Leute wie hier kommen. Und wenn dann nachher die Gläser wieder zurückkommen, dann kriegst du ja echt Spaß, ne? Also, das wird dann ganz schön hektisch. Oh, was mache ich da oben? Nein. Oh, da kriege ich wieder nichts hin. Fuck. Nein. Ihr seht schon, es ist selbst im leichten Schwierigkeitsgrad hat es die Arcade-Härte sogar hier auf dem ZX-Spektrum. Wer hätte das gedacht? Aber macht Speskes. Gefällt mir das. So, kriegen wir dich zufriedengestellt. Muss natürlich auch nicht mehr Gläser hier wegschicken als. Hoffentlich kommen nachher nicht so viele zurück von denen. So, hier kann ich gerade herrennen und herrennen. Und jetzt muss ich ganz schnell nach oben, weil der Typ da oben hat Durst. Und der da unten auch. So, sauft euer Bier leer hier. Ja, da kommt der Nächste. Da oben kommt das leere Ding zurück. Zack, geschnappt. Die Ladies wollen auch saufen. Wenn es denn Ladies sind. Ja, ich vermute mal, doch sind's. Ihr habt doch gerade. Meine Güte, ihr Saufnasen. Diesmal läuft es ein kleines bisschen besser. Nein, 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 tut's nicht. Scheiße. Ah, ich habe gerade was festgestellt. Selbst wenn ich in der Mitte des Tisches bin, zum Beispiel. Wenn ich den Hebel rauf oder runter mache, bin ich direkt wieder am Zapfahren. Das ist gut. Das wusste ich nicht. Zack, so zum Beispiel. Oh, gut zu wissen. Ey, sind überhaupt nicht zufriedenzustellen hier. Ich dachte, ich kriege das Level mal abgeschlossen. Ja, drauf gekackt. Schnell hin und dann einfach rauf, runter oder wo man hin will. Ah, das ist gut zu wissen. Sehr gut. Das erleichtert die Sache nämlich ungemein. Wobei ich muss trotzdem ja rechtzeitig wieder am Zapfahren sein. Und die nächsten Biere rausschicken. Da sieht man, so ein Barkeeper ist ganz schön im Stress, ne? Ah, scheiße. Ah, gut, dass er gerade das da. Oh, nein, 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 nein. Eieieiei. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Schnell die Biere rausschicken. Zack, zack, zack. Lady. Weg, du Typ. Ich will nicht von dir über den Tresen gezogen werden.
Was ist passiert? Nein, ich habe ein Bier da hinten an die Wand geschossen. Ah, oh, und das lief so gut. Ach. Ich weiß gar nicht, wie viel Leben man hier hat. Aber nee, da oben rechts waren ja Herzchen. Die sind jetzt weg. Das ist also sehr wahrscheinlich hier my last life. Und ich muss sagen, ah, da liegt was. Ich habe was eingesammelt. Da oben ist Kan Kan. Ey, und die Leute sind ein bisschen abgelenkt. Das ist gut. Ich kann in dem Moment mal kurz. Wobei, wenn die nicht gucken. Was ist das? Sind das zwei auf einmal? Nein, da oben habe ich nicht aufgepasst. Ich habe ein extra Leben gekriegt, aber wahrscheinlich alle 10.000 Punkte, weil ich die 10.000-Punkte-Marke geknackt habe. Ja, cool. Ja. Und das ist dann wirklich das letzte Leben. Über 10.000 Punkte sind zu schlagen, liebe Leute. Wer Bock hat, mir ein Antwortvideo zu Tepper zu schicken, egal auf welchem System, Link gerne unten bei mir reinposten in die Kommentare. Ihr dürft gerne. Ich freue mich auf Interaktion mit euch. Schnell das Glas hier wegwimsen. Nachschütten. Hoffentlich haben wir dieses Level bald mal geklärt. Oder geht das immer wieder von vorne los? Lalalala, da hätte ich doch rüberflanken können. Lalalala. Ah, trink! Scheiße, Mist gebaut. Die hat noch gesoffen, während das nächste Glas schon kam. Game over. Genau 12.000 Punkte. Ja, das ist doch nice. Das muss mir erstmal einer nachmachen. Aber wie gesagt, ich schaue mir gerne Antwortvideos von euch an, falls ihr Bock haben solltet drauf und sagen, hey, coole Idee, ich guck mal. Egal worauf ihr das zockt. Tepper. Einfach ein nettes Game. Guck, und da geht er dann auch passend ins Hauptbild nochmal zurück. Und ja, das war eine weitere Ausgabe, das ZX 48K-Spektakel. Mal sehen, was wir hier noch so alles ans Laufen kriegen, was wir hier noch so zu entdecken haben. Die Game-Bibliothek auf dem ZX-Spektrum ist wirklich riesengroß. Und kannst locker mit der vom C64 aufnehmen. Ja, wenn ihr Spaß hattet, würde ich mich freuen, wenn ihr das honoriert mit einem Däumchen nach oben. Noch geiler wäre es natürlich, wenn es euch hier so gut gefällt, dass ihr öfter vorbeikommen wollt. Dann lasst mir doch gerne ganz unverbindlich ein Abo da. Tut nicht weh, kostet nichts. Und ihr habt, wenn ihr die Glocke dann auch noch klingelt, immer Reklame von mir im YouTube-Briefkasten. Wenn mal wieder was Neues kommt, bleibt mir treu, empfehlt mich weiter. Ciao, bis denn. Macht's gut, euer Tomaniac.